Was ich im Allgemeinen über Gainfood weiß, ist, dass das immer mehr im Kommen ist, dass wir, glaube ich, ganz häufig gar nicht wissen, wo schon Gainfood überhaupt drin ist. Und ich da auch nicht der Regierung oder sonst wem traue. Aber ich habe mich da nicht rein vertieft. Es sind immer nur Splitter, die man aufnimmt. Dass Gainfood genetisch manipuliert ist, um bestimmte Eigenschaften zu erhalten, beispielsweise, was weiß ich, Resistenz gegen Schädlinge. Es können ja immer irgendwelche Samen oder was weiß ich von genmanipulierten Anbau auf andere und Mutationen sich dadurch entwickeln. Das ist mir unheimlich. Ich bin in Kanada gewesen und in den USA und da ist es ja sehr viel mehr verbreitet als hier und ich halte da nichts von. Ja, ich finde das nicht gut, weil man nie weiß, was dann für Langfolgendes haben wird. Gar nichts. Ich bin nicht dafür. Ich würde es nicht nehmen. Ich würde mir wünschen, die Lebensmittel wären etwas teurer und weniger belastet. Weiß nicht, wenn das natürlich dazu führt, dass man weniger Pestizide einsetzen muss, das ist ja wohl auch das Hauptargument, müsste man untersuchen. Also wissenschaftlich weiß ich nicht, aber ich glaube, das kann gesundheitsschädlich sein. Ich glaube, auf langfristiger Sicht ja. Es wird wohl letztendlich keinen Schaden anrichten, aber so sicher bin ich mir da halt nicht. Deswegen lehne ich das ab, weil das Natürlichste ist eigentlich immer das Beste. Ich bemühe mich also, frische Ware zu kaufen, von der ich also auch hoffe, dass sie nicht belastet ist. Man sagt, dass es es nicht sein soll, aber ich glaube, man weiß es nicht genau und mir ist das zu unsicher. Das muss ganz klar gekennzeichnet sein, damit der Käuferin, Käufer weiß, aha, darauf lasse ich mich ein. Absolut, viel, viel deutlicher. Man sieht es überhaupt nicht. Ja, auf alle Fälle. Wenn genmanipulierte Sachen in die Produkte reinkommen, dass es so deklariert ist, dass man entscheiden kann als Kunde, greife ich zu diesen Produkten oder nicht. Ne? Food and Happiness. Da mit Sicherheit, da eventuell. Und das war's. Da könnte was drin sein, okay. Hier würde ich Nein sagen. Was ist da alles drin? Käse, würde ich auch Nein sagen. Nee. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass eigentlich nirgends was drin ist. Also da wüsste ich es jetzt nicht. Da steht nichts bei. Da steht zwar deutsche Höfe und auch, aber ob da jetzt ohne Gentechnik, da darf nichts drin sein. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was in den Rahmen gehört. Ich weiß es nicht. Kann ich echt nicht sagen. Ich würde kein Schild auswerfen. Ist denn da auch tatsächlich irgendwo Genfood drin? Ja. Ja? Mhm. Ah je. Yeah. Da steht sogar drauf, ohne Genfood. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem was drin ist und im Mais was drin ist. Das ist mehr, als man denkt. Das weiß ich nur. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt Genmais drauf ist. Hier steht gar nichts drauf, das könnte wohl Genmais sein. Viele der Passanten dachten, dass im Mais oder Salami genmanipulierte Materialien enthalten seien. Dann im Käse dachten auch manche, obwohl da ein Label drauf ist mit ohne Gentechnik, es wird auch kontrolliert. Doch eigentlich sind es der Joghurt und die Wurst, die eventuell genverändert sein können. Und jetzt möchte ich euch erklären, wieso im Joghurt und in der Salami Genmais oder Genfood enthalten ist. Die Tiere bzw. Erzeuger, also Kühe oder Schwein, werden häufig mit genmanipuliertem Futter gefüttert. Der Mais müsste direkt gekennzeichnet sein, wenn er genmanipuliert wäre, da er direkt im Produkt enthalten ist. Anders ist es beim Joghurt und Käse, wo die eventuell genveränderte Produkte nur indirekt enthalten sind. Ja, aber das ist doch genau das Miese, oder nicht? Also ich meine, wo wir im Grunde genommen als Konsumenten auch wirklich hingehalten werden und verarscht werden. Also. Jetzt sind wir dafür, dass in Deutschland besser gekennzeichnet wird, wenn Genmais enthalten ist. Wie zum Beispiel hier, wo viele dachten, dass Genmais enthalten ist, aber hier draufsteht, ohne Gentechnik. Sowas sollte auf den Produkten immer stehen.